So, lala. Willkommen zurück zu RimWorld im 2011 Revival-Modus, und zwar folgendes: Ich bin unterwegs, ich bin nämlich gar nicht zu Hause, aber so eine kleine Folge RimWorld kann ich trotzdem aufnehmen. Das Problem ist, wir machen das jetzt hier, mein Laptop hat maximale Auflösung von 1600x900, das heißt, das ist ein bisschen hochskaliert, das sieht das Bild vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ich finde das besser, als wenn ich es runterskaliere. Ja, wisst ihr jetzt Bescheid, und dann legen wir hier mal los. Ich hoffe, ich kann das hier halbwegs bedienen. Wie gesagt, der Ton ist nicht alt, nicht so gut und. Aber ich wollte das ja, RimWorld ja halbwegs live halten. Und ja, das machen wir eigentlich genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also quasi gestern. Wenn hier alles klappt, nach meiner Vorstellung. Wir versuchen hier immer noch irgendwie Melendez zu überzeugen, was irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Wir versuchen immer noch Kunst zu verkaufen. Beziehungsweise eigentlich, wie gut ist Boon eigentlich mittlerweile in der Kunstherstellung? Weil der Typ braucht. Das kriegt immer noch zerrissene Kleidung? Hä? Habe ich den nicht eigentlich mal. Warum hat er denn immer noch diesen dummen Kevlar-Helm auf? Warte mal, wenn er den fallen lässt. Fühlt er sich denn besser? Dann fühlt er sich besser. Aha. Ist klar. Warum hat er auch den 1% Kevlar-Helm auf dem Kopf? Den kann ich genauso gut verkaufen. Der bringt sowieso nichts mehr. Also ich bezweifle ehrlich gesagt, dass der irgendwelche Rüstungswerte hat. Apropos, wo ich gerade den Plaster so sehe, haben wir jetzt eigentlich hier uns... hat natürlich immer noch keiner abgeholt. Und die müssen wir verlassen, das ist sehr schön. Ja. Warum kümmert sich um den Job eigentlich? Kann das sein, dass das Abbauen von Plaster eine niedrige Priorität hat? Ein bisschen die Geschwindigkeit hoch, weil irgendwie, ich weiß nicht, das ist das, irgendwie hat, da hat sich halt noch niemand drum gekümmert, und die Klamotten hier, das ist auch irgendwie so ein Projekt, das ist irgendwie so ein bisschen, die liegen halt so eine unfertigen Hirschlederpark, ist mir hier vielleicht noch viel Arbeit, aber irgendwie, es lief nicht der Meinung, man müsste mal beenden, na gut, ich habe gerade zu viele Hosen, oder, aber trotzdem, ja, wir müssen nicht anwerben, ja gut, wie ist es gerade schwer beschäftigt, was soll das hier werden, eine Hose. Brauchen wir noch eine 8. Hose, dann wird da doch was. Muss aufpassen, sobald ich wieder Klamotten verkaufe, da ich das auf sicherstelle hier. Apropos Klamotten verkaufe, dann müsste ich eventuell nochmal sicherstellen, dass der Raum hier leer ist. Habe ich da gerade Dings hier gehört? Was ist das jetzt hier? Oh Mann, ich bin ein bisschen durch den Wind, es ist früher Morgen. Ich habe nicht so gut geschlafen. Dass dieser Hase tödlich heißt. Vor allen Dingen weißt du ja immer noch Zeug von den Feldern. Das ist ein ganzer Aufwärts. Auf den Feldern liegt mal aus Versehen kein Essen rum, oder wohl? Never mind. Ich wollte ja kurz, ich hab noch viel Medizin. Ich wollte ja kurz anmerken, dass auf den Feldern ja schon gar kein Essen mehr rumliegt, dass mir auf einmal das Essen ausgeht. Aber nein, nein. Natürlich geht mir weiter das Essen aus. Ich finde gerade eigentlich, müsste eventuell mal den Raider zum Jagen schicken. Oh, immer ein Eisen wurde abgebaut. Das ist ja vorteilhaft. Ich könnte eventuell diesen Iwag da jagen gehen. Das mache ich morgen am besten mal. Warte mal, es ist 22 Uhr, wird ein bisschen spät zum Jagen. Wie gesagt, ich muss glaube ich mal ein bisschen jagen, weil ich habe relativ wenig Fleisch, ne? Das ist vor allem 9. des Herbsts. Sollte mich da vielleicht noch mal ein bisschen bei mit dem Jagen. Wer seid ihr denn? Hupsi! Die Bö. Also hier hinten in der Region hat irgendwie nie irgendwie was. Ach, guck mal, hier hinten ist zwar schon mal ein Raumschiffteil, das würde ich auch gerne mal abreißen. Da könnten lustige Teile drin sein. Ah, ich nicht noch mehr, sondern hier hinten noch Bauteile. Können wir uns dann die auch mal bei Gelegenheit holen. Naja, ich würde ja schon vorgewarnt, dass ich wahrscheinlich nur ganze Berge umgraben muss, um genug Eisen zu finden für meine Bauteile. So, die Artillerie-Shells und den anderen Quatsch, die möchte auch keiner holen. Natürlich können die Bauteile scheinbar nicht schlecht werden, wenn sie draußen rumliegen. An den KI-Persönlichkeitskern würde ich ja schon irgendwie gerne mal einsacken. Wo ist denn hier, Sandra? Da. Was macht Lovegod eigentlich die ganze Zeit? Also, die scheint ja beschäftigt zu sein, aber... Du trägst doch bitte mal diesen scheiß KI-Kern weg. Der ist mir doch recht wichtig. Der muss nicht draußen rumliegen. Wahrscheinlich könnte ich den nur noch teuer verkaufen. Weil mich gerade die Frage stellt, ob ich das Ding wirklich verkaufen möchte. Weil ist der KI-Kern das gleiche wie die Schiffsperson. Also du kannst ja hier das, den Schiff-Computer-Kern. Ist der Schiff-Computer, also ist das, da brauche ich dafür den KI-Kern. Für den Schiffscomputer ist das komplett ein anderes Teil, was einfach nur unabhängig davon ist. Warte mal, was man so auffällt. Hier, tot seit 5 Tagen. Können wir mal einsacken. Wie, ich konnte Melendez nicht anwerben. Schade. Ah, Senra stürmt sofort los, Leute. Muss mal gucken, was macht Lovegod eigentlich? Lovegod macht... Koch. Ach, Dreher und Reinigen. Das kann die? Gewalt hat dich physisch sozial. Verweigert Gewalt? Na gut, das ist... Aber wenn er die sozial verweigert, dann müsste sie doch eigentlich voll schlecht mit Leuten klarkommen, oder? Oder auch nicht.
Ja, kann es das sein, dass alle Leute den Overlord mögen? Guck dir mal an hier. Also gut, Ivan Rina sowieso, aber auch alle anderen. Kira anscheinend nicht, aber sonst. Könnt ihr vielleicht an den komischen Seiten liegen. So, habe ich jetzt... Händler von Mercy's Rock. Ja, ja. Ja, die werden ja zu mir kommen. Oder hätten sie Boomerloops? Da habe ich auch welche Boomratten zu jagen. Das ist ein Projekt, welches ich aufhebe. Es ist schon wieder Nacht. Ich habe schon wieder das Jagen vergessen. Verflucht. Übrigens, das komische Dings ist doch gar nicht so viel wert. Das, wo ist denn jetzt Reeves? Den bräuchte ich mal eben. Ach, Reeves, stellt noch mal Klamotten her. Aber Reeves, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Du musst mich ja mal mit den Händlern handeln. Weil niemand geringeres als du kann das überhaupt machen. Brennen die denn hin? Da. So, gucken wir mal. Ich kann eben meinen schäbigen Kevlarhelm andrehen. Der ist am besten weg. Eine Holzskulptur, gewaltig. Die nehmen die? Ah ne, die haben das Ding im Angebot. Ah, ne, die brauche ich nicht. So, warte mal. Übel, schäbig. Übel. Ich sollte mal vielleicht mal lieber nach den Prozenten gucken, wa? Der Stoffparker hat nämlich die kaputten Sachen sind doch gar nicht die hergestellten, oder? Das sind doch eigentlich nur Elefantenhautparker überlegen, auch 48%. Ja. Ich sollte, glaube ich, mehr Sachen aus diesen Dings bauen. Aus diesen Teufelsgarn. Weil ich glaube, die kann ich sehr teuer verkaufen. Ah, der KI-Persönlichkeitskern. Ich verkaufe den mal lieber nicht für den Moment. Vor allem, weil ich gar nicht weiß, was die Willen mit diesen KI-Persönlichkeitskernen nicht wollen. Aber ich könnte Bauteile bei den Jungs hier einkaufen. Da bin ich durchaus bereit zu. Und Glitzerwettmedizin haben die auch im Angebot, aber die sind teuer, ne? Problem ist, die wird wahrscheinlich sowieso wieder für irgendwelchen Scheiß verbraucht. Na, ich hab mal Geld oder Herz-Lunge, einfach Abendprothese. Die Sonne kann ich selber bauen, Freunde. Medizin-Neurotrainer? Was macht das Ding? Ein Gerät, das in der Nanotechnologie für den Eimer gebraucht. Der Neurotrainer implantiert Nanotechnik des Gehirns und benutzt das, welche Fähigkeiten im festgelegten Bereich verbessert. Recht teuer. Naja, gut. Ist da sonst noch irgendwas? Ich könnte hier noch so eine Singenjacke, ist eigentlich noch ganz gut. Ich will auch nicht all meine Klamotten mal verkaufen. Gold habe ich noch bei dem. Ja, ne, die haben Gold, so rum. Die gewaltige Holzskulptur, das ist ein fahrzeuggroßes Stück eines Materials, das zu einer Kunstform geformt wurde. Naja. Aber Medikamente nehme ich immer gerne. Bisschen Bauteile. Alle Bauteile. Man kann nie genug Bauteile haben, möchte ich sagen. Sowas wie zu viele Bauteile gibt es nicht. Das ist mehr, wie sieht der Boot eigentlich schon wieder aus? Was hat der schon wieder angezogen hier? Oder. Ach ja, hat er diese Schweinehaut Stammes. Was, erzwungen? Findet der das so was Schlimmes, dass er die gute ohne Tisch gegessen? Neidisch, ey. Der mit seinem verdammten Neid, Alter. Ich sehe mich schon nur wegen Buben diesen. Ne, das bringt ja nichts. Verbessert ja nur Fähigkeiten, nicht was anderes. Na gut. Hey, sagst du, ich kaufe jetzt nur wegen Buben. Genau 100 Granitblöcke habe ich. Hier wird doch eindeutig meiner Order nicht nachgekommen, das sehe ich doch. So, jetzt aber jagen. Ich werde das nicht vergessen. Hat er jetzt ausgerüstetes Präzisionsgewehr, genau. Was jagen wir denn hier so einem. Nein, hier sind die hier. Muffelos. Ich will gerade schön die Muffelos jagen. Wir jagen mal dieses eine Muffelo. Das werden mir die anderen Muffelos hoffentlich nicht so nachsehen, wenn ich nur eins jage. Muss ich dabei ja mal ein bisschen zurückgehen, wo er ist. So, Raider geht auf die Jagd. Purple Duck Burger, wie viel haben die denn? Oh. Gut, wir lassen das mit der Jagd. Jagd fällt aus. Ich brauche dich für was anderes, Raider. Ich brauche dich und wo es will. Will pennt noch. Will wird jetzt gejagt. Wo sind die denn? Wo kommen die denn genau her? Die greifen sofort an. Ist in der Ecke, wie ist meine Schütze schon ersetzt? Hier sind sie. Na gut. Ruckel, ruckel, ruckel. Ah, fuck, die sind schon richtig weit. Warte mal. Will, dann versteck dich mal lieber dahinter. Der Raider versteckt sich dahinter. Oder hier. Oha. Oh oh, oh oh. Was macht denn Sandra da?
Flieh! Oha. Das war gar nicht so gut. Jo, sie fliehen. Hervorragend. So, gut, dann müssen wir erstmal Will retten. Beziehungsweise Raider liegt sich einfach hin. Oh, der hat ganz schön Schaden. Was hat er denn Schaden schon genommen? Warte, Prellung, Prellung, Bruch, Brustbein, Blutverlust, Trivial. Okay. Also nichts Ernstes, höre ich da raus. Was hat Will alles ernst genommen? Der wurde doch irgendwie ganz schön. Schnitt, Prellung. Nö, der ist einfach nur extrem verletzt. Sandra ist natürlich auch verletzt, wenn man den Lovegod hat. Rette doch bitte mal Will. So, gucken wir mal, was haben wir hier für euch. Erstmal haben wir hier eine Leiche. Irgendwie. Das ist keine Sau. Und dann. So, der Typ lebt noch. Was hat Katane denn noch? Landwirtschaft. Bergbau kann er nicht, Handwerk kann er nicht, der kann sterben. Den brauchen wir nicht. Was kann er denn hier? Tod seit weniger als ein Tag. Tod seit weniger als ein Tag. Hm. Lass sie es auch immer wieder versuchen. Aber nochmal, ich werde die trotzdem. Ich habe noch einen. Ja, ich habe nur einen Gefangenen zu machen. Sonst hätte ich gesagt, ich rette jetzt mehrere. Einfach nur, um die freizulassen, aber naja. Irgendwann habe ich diesmal keinen Geschützturm verloren. Da Verbündete sterben. Sozial ist ja super, aber auch nicht. Doch, war noch ein Bergbau. Eine lahme Ente, homosexuell. Für sich selten ist das eigentlich so schlecht hingezogen. Na ja, gut, ist jetzt nicht. Ist er meint, dass der menschliche Körper aus gutem Grund limitiert ist. Er findet biologische Teile unethisch. Verweigert geistige Arbeit. Na, herzlichen Glückwunsch aber auch. Wir werden den Typen jetzt trotzdem retten, einfach damit ich ihn freilassen kann. Um diese Duck Barger-Typen vielleicht mal auf die Idee kommen, mich weniger stark anzugreifen. Ah, wer bist du denn hier noch? Hier hin? Kumero Jaguar, Nahkampf, verweigert nichts. Was, Feiertender? In der Film, Kumero ist responsible for keeping the tribe's fire going. Kochen und Handwerker, ja? Lawkeeper. Macht man so sicher erst, wenn man alt ist? Na gut, was soll's. Raufbord, eifersüchtig. Wir retten mal Dings hier. Habe ich nicht irgendwo einen Bewohner frei? Ja, wie ist der noch mal? Und warte mal, Ivanarina, du kannst mal kurz, den fangen wir mal ein. Oh, wir könnten eventuell noch Löwe uns schnappen. Ah, gibt auf. Mensch. Oder auch nicht. Oh. Tja. Wärst du mal besser weggelaufen. Hm, naja. Das hast du davon, mich zu ärgern. Wie könnte Blendes nicht anwerben? Hm. Ich möchte Blendes ja unbedingt haben, sondern das ist so sozial. Freilassen, genau. Jäger ohne Waffe. Es will schon wieder auf den Beinen. Nee, das haben wir nicht. Jetzt begraben. Was mich gerade ankürzt, warum begraben die Typen eigentlich schon wieder? Achso, weil der Strom aus ist. Upsala. Den können wir mal wieder anmachen im Krematorium. Ich muss ich die ganzen Leute wieder ausgraben. Oh, 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 oh. Boon, weil sind jetzt alle an. Das ist natürlich alle an Malaria erkrankt. Blendes aber auch. Konnte das dann passieren? Na toll. Schlechte Laune, Will. Warum hat denn Will schlechte Laune? Wer behandelt den denn eigentlich? Ja, Ivan Regner kann doch eigentlich auch so ein bisschen Medizin, oder? Wir kennen Medizin richtig gut. Würdest du bitte mal Will behandeln? Das ist ja das ist nicht zum Aushalten hier, Freunde. Viel Medizin natürlich jetzt wieder übel ab dem Schuss liegt. So, haben wir das jetzt? So. Weißt du, wann ist er noch nicht fertig? Ne, der ist jetzt behandelt. Gut. Dann behandeln wir mal eben den Raider. Was ist eigentlich mit Senra? Geht's ja schon wieder gut? Weil die hat ja auch irgendwie. Blutverlust trivial. Kritischer Alarm, schwere Krankheit, Gerbär. Ja. Was hat der denn? Ach so, ja, irgendjemand müsste den mal behandeln, wa? Kyra ist sowieso fast an der Schlafenszeit vorbei. Behandeln mal diesen Typen da. Ich weiß ja nicht, wie das geht ohne irgendwelche Dingens, aber zumindest die Blutung können wir mal stoppen. Wir wollen den Typen eigentlich nur befreien. Ich hoffe, dann behandelt, so. Blutverlust extrem. Bewusstsein schlecht. Naja, zum Freilassen reicht das doch, oder nicht? Jabex, geil, kann wieder laufen. Kann er auch freigelassen werden, oder nicht? Jetzt, wenn die ganze Siedlung jetzt irgendwie krank ist, ist es natürlich auch irgendwie ungünstig. So, man möchte einen Kyra hier eigentlich aufstehen. Das ist eigentlich schon 23 Uhr. Gerade so als nachtaktives Wesen. Krankheit. Jetzt geht's aber los jetzt. Jetzt kriegen hier alle Krankheiten oder was?
So, wer hat denn jetzt hier Ivanarina hatte? Nee, ich meine Elend. Ach, jetzt ist ein Krankenbett frei geworden oder was? Ja. Ja, Kira ist jetzt auch ver. Oh, nein. Wie? Der Raider entscheidet spontan mal um 3 Uhr nachts. Ich koche mal eben dein Essen. Ah, nee, er möchte. Er isst eins. Jäger ohne Waffe. Ja, ja. Will kriegt schon noch seine Waffe. Das muss ihn ja nichts aufwecken. Würdest du bitte mal Ivanarina behandeln? Oder eigentlich Kira behandeln wir besser, aber naja, gut, das wird. Achso. Dass das Essen in diesen Seitencompartment liegt, ist irgendwie ungünstig. Ganz ehrlich. So, Malaria umbehandelt. Bei Kyra noch behandeln. So, wir hatten jetzt hier noch Malaria. Melendez noch. Ja. Ah, der Typ ist hier. So. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Gut. Den sind wir also schon mal los. Das ist schon mal schön. So, Boon hat auch noch hier schlechte. Ach, der hat auch noch Malaria. Ach, das ist ja so ein Elend hier. Wo ist denn der Raider schon wieder hin? Mein einziger. Wir können ihn auch schnell zu Ende kochen lassen. So, jetzt aber. Nein, ja, bevor du das nächste anfängst, handeln mal kurz den Typen hier. Ja, das ist irgendwie ungünstig gebaut mit meinen beiden Nahrungsquartier. Dass man so hinten am Ende so einen großen Kühlschrank braucht, hätte ich nicht gedacht. So, Bannung. So, Malaria leicht. So. Müsste erstmal bei allen Leuten erstmal behandelt sein, oder? Der Typ ist hier sowieso weg. Im Lendes hat die Scheiße ja auch noch. Oder? Ach! Mein Artilleriegeschütz wird endlich mal gebaut. Na endlich. Jetzt so nach einem halben Jahrhundert kann man das ja mal machen. Wo ist denn jetzt echt das Energiegewehr hin? Das hier, wo man mal hatte. Das da. Rüst das mal aus. Das Energiegewehr wäre auch echt gut, ne? Also das ist... Die Typen, die ich da mit mir geschossen habe, waren dann auch echt tot. Nein, ich wollte die Typen eigentlich vorhin ausziehen. Nein, was soll's. Der ist dann weg. Mit dem ist das? Die könnte ruhig mal einer einsacken. Ich habe da eigentlich zwei Träger. Wie viele Gräber hier schon, weil die schon wieder voll sind. Könnt ihr eigentlich gleich mal schön wieder aufmachen und verbrennen, Freunde. Ach, eine Schutzweste. Hä? Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Was? Ich hole die Leute aus dem Grab raus und die werden in... Lol. Ey, das ist ja richtig lächerlich. Einer schnappt sich die Person, die da draußen ist. Dann kommt jemand anders. Was? Was? Das ist ja echt lächerlich, oder? Kann ich da nicht irgendwie eine Policy zu machen? Dass Leute bestimmt nicht begraben werden sollen? Kyra. Oh, was hat ein Kyra jetzt? Ach so, hier erstmal wieder. Es ist natürlich schlecht, dass alle Leute, die irgendwie auch nur ansatzweise Arzt sein können, irgendwie gerade beschäftigt sind. Wo ist denn der Raider? Ach man, das ist Bruder, wie das ist. Ja, der würde sagt, der schnappt sich gerade Medizin, das ist ja schön. Wo ist er unterwegs? Zu Kyra hervorragend. So, mal. Hat der jetzt auch Malaria? Verflucht. Dann wäre dann übrigens die Frage geklärt, ob es irgendwie ansteckende Krankheiten gibt. Die Malaria breitet sich gerade tatsächlich aus. Und die nur mit Pflanzenmedizin zu behandeln, scheint mir nicht die beste Idee zu sein. Ja, man nimmt einfach, wie viel Pflanzenmedizin habe ich? Na gut, das reicht noch. Die Pflanzenmedizin, die ich habe, die soll über Weiten noch reichen. Ja, auf jeden Fall nächste Siedlung definitiv nur noch so eine Felder hier. Die sind dreimal effizienter. Diese Felder indoors mit einer Lampe und einer Heizung. Das fand ich, glaube ich, auch viel billiger, oder? Boon. Es hat einen Boon. Sehr hungrig. Oh Gott, der füttert mal den guten Mann. Kyra, fütter diesen Typen da. Füttern. Hat eine leckere Mahlzeit gegessen. Aber Hunger oder was? Ach nee, das ist Kyra. So, warte mal. Jetzt krank, beengt, hässliche Umgebung. Und warum ist denn seine Malaria unbehandelt, WTF? Oh. Ja, aber von meinen Gefangenen ist er die Malaria behandelt. Ich raste aus. So. So, Ivanarina hat wahrscheinlich auch wieder Hunger, oder? Ach. Warum behandelt denn hier eigentlich niemand mehr den Kranken? Was ist denn hier los? Das ist, glaube ich, gerade ungünstigerweise, dass gerade genau die Leute ausgefallen sind, die normalerweise diese Behandlung ganz zurück machen. So, dann mal jetzt noch füttern und dann wird das eigentlich. Hast du immer noch sehr Hunger? Achso, ja. Dann sollte sich in so einer schlechten Laune hoffentlich gleich erledigt haben. So, jetzt aber. Stärkere Schmerzen, Vergnügungsmangel. Da kann ich leider nichts machen, wenn man im Krankenbett liegt. Ach, ich genau Silber. Wie praktisch. Wenn man im Krankenbett liegt, da kann ich leider nicht so viel rausheilen. Das tut mir herzlich leid, aber da kann ich leider nicht viel machen. Oh. Ein Haar. Ich sehe, da kommt neues Fleisch. Jawohl, neues Fleisch. Jawohl.
Wisst ihr, was mir wieder einfällt, ich wollte doch jagen gehen. Jetzt hat Kyra schon wieder. Ach, sie hat auch Malaria, ne? Hm. Wader? Eigentlich brauche ich Wader nur in der Küche suchen. Wo sollte er sonst sein? Oh, er ist tatsächlich heute nicht in der Küche. Ne, er ist, er versorgt Kyra von alleine schon, das ist ja schön. Hey, eine Party, an der die Hälfte der Siedlung nicht teilnehmen kann, weil alle Leute krank sind. Verflucht. Ach Mann. Das ist echt, ein bisschen deprimierend. Oh, mir läuft echt die Nase. Moment. Wo wir schon bei Malaria sind. Wo ich manchmal das Gefühl habe, dass ich einfach nicht morgens aufnehmen sollte. Das ist nicht gut für meine Gesundheit. Und doch, jetzt machen. Wie? So, die Leute aus dem Krankenbett sind rausgekommen und ein paar. Na gut, das ist vielleicht gar nicht so schlecht wegen der guten Laune. Das ist die Partyzone, könnte ich eigentlich. Die Partyzone könnte ich eigentlich auch mal umbelegen. Was? Kritischer Alarm, schlechte Laune, wer denn? Yes. Was? Lol. Der geht erstmal raus und ist das. Warum hat er denn jetzt schwere unbehandelte Malaria, WTF? Ja. Schön, dass ihr euch alle. Ja, genau. Ich brauche, glaube ich, mehr Krankenbetten. Ich brauche einen größeren Krankenabschnitt. So, dann, wo ist denn jetzt Wader? Du musst leider schon wieder Leute behandeln. Das tut mir ja leid. Ich weiß, ich halte dich vom Kochen ab, aber diese komischen Typen haben nun mal Malaria. Und irgendwie geht das nicht so schnell weg. Schwere Malaria umhandelt 86%. Beeinflusst Blutreinheit. Na toll. Also die Pflanzenmedizin ist vielleicht gar nicht so gut. Mann, die priorisiert Blut. Ne, warte mal, das brauchst du nicht priorisieren. Mach dein eigenes Zeug. Wie es könnte Melinda das nicht werden? 1,5% Chance. Na, muss es ja klappen. Stärkere Schmerzen. Hat die mal unbehandelte Malaria? Naja, schade. Irgendwann behandelt das schon, bestimmt. Irgendwann mal. Ja, die kann das echt alles, ne? Kann die so eigentlich sogar Bergbau? Ein bisschen. Physisch abgeschimpft oder schüttlich rauch einfach Feuer löschen, sauber machen. Medical Assistance? Respond during catastrophic war in which both sides used napalm extensively. She grew up helping the parents in the infirmary, retreating the cascade of horrifying burns from battlefield. She was left with lifelong fear of fire. Ach so. Das erklärt, warum diese die Feuerbekämpfung verweigert. Ivanarina braucht eine Behandlung? Ach du Scheiße. Eigentlich schon der Raider kommt hier nicht mehr zum Schlafen, ne? Also, das ist. Ich muss ja andere irgendwelche Leute behandeln. Was ist denn mit diesem Außenlager? Kann ich das nicht irgendwie eine Tür woanders reinmachen? Das Ding ist, wenn ich jetzt hier eine Tür reinbaue, dann laufen meine die ganze Zeit meine Leute da durch. Durch das gefangene Krankenzimmer ist auch nicht so die beste Idee. Das ist einfach dämlich. Hm. Ich kann maximal die Tür dahin machen. Dann müssen sie über die Gräber laufen. Dann meine Leute, die toll angewohnt die Gräber andauernd zu füllen, könnte das unter Umständen auch nicht so viel bringen. Naja. Ich versuch's mal. Haben wir nicht mit meine Jadestatue gebaut? Schwere Krankheit, wer denn jetzt schon wieder im Lendes? Malaria extrem unbehandelt. Kann Reeves nicht auch so ein bisschen mit Medizin? 3, naja gut. So ein bisschen mit Medizin ist vielleicht übertrieben. Ein Piratenhändler, jawohl. Mhm. Achso, die waren. Oh, das kommt jetzt ja gerade passend. Der hervorragend. Warte mal, bevor ich mich darum kümmere, schicke ich erstmal Reeves zum Handeln mit dem Piratenhändler. Danach können wir uns immer noch um irgendwelche lustigen Piraten kümmern. Wo ist denn jetzt Reeves eigentlich hin? Achso, der braucht wieder Steine, das ist ja schön. Aber macht das mal nicht gerade. Wir handeln mal kurz mit der Partnerschaft OZ. Greifen die nicht sofort an. Ah, die sind die Piraten. Da, wo ist denn der Überfall hier? Der Überfall ist schon wieder weg. Ich habe sowieso gerade keine Leute, die rumballern können. Insofern ist es egal. Ich könnte ihm ein übles Energiegewehr. Nee, genau, ich könnte ihm mein überlegenes, mein normales Energiegewehr könnte ich ihm verkaufen. Aber möchte ich das auch, ist die Frage. Bionisches Arm. Ja, die haben kein bionisches Auge, weil ich muss ja noch ein bionisches Auge kaufen. Nachdem das letzte Jahr das regt mich immer noch auf. Dass das so verkackt wurde mit diesem bionischen Auge. Oh, ich könnte Melendez verkaufen, aber das mache ich besser nicht. Das führt nur zu Patient? Was kann der Typ denn? Bergbau. Ich könnte jemanden kaufen. To order patient. Muss eine Sane Asylum? Okay. Kochen, Handwerk, Feuerbekämpfung, Krankenpflege, Gefängnis. Hm. Lane off. Was kann der Typ? Medizin? Oh. Den hätte ich gerne als Anfangsdings gehabt. So einen Typen. Praxis-Digger?
Er wäre als ganz am Anfang des Spiels sehr gut. Der Piratenhändler hat beim besten Willen nichts, was mich irgendwie interessiert, ne? Also gar nichts. Na gut, ich könnte eventuell noch mein schlechtes Energiegewehr verkaufen. Aber eigentlich tut nicht Not, die 200 Dings dauert. Ich könnte, was ich eigentlich verkaufen kann, ist hier mein Kurzbogen, mein Pieler Wurfspeer. Das war's dann aber echt schon. So, wo kommen denn? Da kommen die Orte, die rennen schon wieder aus der gleichen Richtung wie die anderen. So, Will ist doch schon wieder gesundet, oder? Wo ist denn der gerade? Wo ist Will? Ich brauche mal ihn und sein Energiegewehr. Da ist Will. Diesmal muss ich warten. Wie lange braucht der Raider hier zum Essen? Okay. Diesmal muss ich definitiv warten, bis die Leute angefangen haben, meine Türme anzugreifen, um die dann zu beschießen, nicht schon davor. Ich stehe direkt an die Tür, das kann ich natürlich auch machen. Ach, die reifen aus anderen Richtungen auch. Das sind ja richtig viele. Nicht in Reichweite? Will, du schießt da scheiße. Was? Was? Tja, da werde ich nochmal laden müssen. Na gut, dann beenden wir das heute vorzeitig. Das ist vom Stern, meine Leute. Das waren zwei Pfeile. Der stirbt einfach weg. Schnitt Langbogen, Trivialtod. Was ist das denn? Warum ist der denn bitte schon jetzt gestorben? Wirklich. Eine Lächerlichkeit, das sind ganz schön viele übrigens. Naja. So viel dazu. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Wimworld. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.